Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Peru. Als Superhelden verkleidet machen sich diese vier Polizisten auf den Weg zu ihrem Einsatz, einer Drogenrazzia. Filmreif ist dann auch die ganze Aktion. Spider-Man, Captain America, Thor und Black Widow stürmen das Haus einer Familie, die verdächtigt wird, in einem nahegelegenen Park Drogen zu verkaufen und Handys zu stehlen. Die Beamten nehmen vier Personen fest und werden fündig. Unter anderem beschlagnahmen sie 3250 Päckchen Kokainpaste. Warum sich die Polizisten für den Einsatz als Superhelden verkleidet und nicht einfach vermummt zugegriffen haben? Ganz einfach. Halloween. Als Marvel-Charaktere verkleidet, fielen sie in der Nachbarschaft nicht weiter auf und konnten so die nichtsahnenden Drogendealer überraschen. Peru ist nach Kolumbien der weltweit zweitgrößte Produzent von Kokain.